Sodala, Hallöchen zusammen, mal wieder, seit längerem jetzt nicht mehr leider, zu einem Let's Play, das zwischen den Streams auch mal wieder erscheinen soll. Weihnachtlich wird es schön langsam hier und wenn die Folge online geht, sogar noch ein bisschen weihnachtlicher, ein paar Tage. Ich bin ja ein Weihnachtsmensch, ich freue mich immer auf Weihnachten. Ich hoffe, dass dieses Jahr Weihnachten auch cool wird für alle Beteiligten hier im Haus. Na, es sind ja jetzt viele Videos und Let's Plays ausgefallen, weil ich erst krank war und habe mich eine Woche komplett lahmgelegt. War einfach nur eine Erkältung anscheinend. Also die Corona-Tests, ich mache die immer noch eher aus Interesse, ehrlich gesagt, weil man kann eh nichts dagegen machen so richtig, aber Corona-Tests waren negativ. Es war anscheinend wirklich einfach eine Erkältung. Und ja, die hat mich eine Woche wirklich komplett außer Gefecht gesetzt. Da habe ich natürlich viel verloren. Und dann wurde ja unser Kater krank, Linky. Am Anfang dachten wir, es wäre nur eine leichte Blasenentzündung, aber mittlerweile zieht sich das schon seit 2 Wochen und jetzt aktuell ist er stationär beim Tierarzt. Hoffentlich geht es ihm bis Freitag wieder gut genug, dass er zurückkam. Das war doch ein bisschen, also die Blase, es war wirklich betroffen, aber naja, es ist alles irgendwie jetzt blöd gewesen die letzten Wochen. Aber jetzt gucken wir, dass wir das alles wieder, dass alle gefälligst jetzt gesund sind wieder dann zu Weihnachten. Das Tagebuch der Sekretärin. Verdammt, ich wollte gucken, ob ich das Spiel irgendwie deutsch kriege, ne? Verdammt, 4 Jahre sind vergangen, seit ich angefangen habe, Sir Alfred zu dienen. Er vertraut niemanden. Er dachte sogar, obwohl ich seine Attendantin bin. Ich benutze das Wort jetzt einfach weiterhin. Ich finde es gut. Oder ich sage, okay, obwohl ich seine Untergebene bin. Oder Untergebener, ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Secretary, weiß man natürlich nicht, ne? Ist geschlechtsneutral. Naja, ist es mir trotzdem strengstens untersagt, sein privates Haus zu betreten. Was ist überhaupt sein Problem? Er sagt, er lebt mit seiner Zwillingsschwester Alexia in seinem privaten Haus auf dem Hügel. Ab und zu habe ich jemanden da stehen sehen am Fenster des Hauses. Es könnte Alexia gewesen sein, welche extreme Schönheit oft besprochen wird. Das war gerade sehr elegant übersetzt. Ich habe Sir Alfred mal gefragt wegen dem Thema, aber er ist nur ziemlich wütend geworden. Obwohl ich seine Assistentin oder sein Assistent bin, zeigt er mir keine, ich weiß nicht, wie man Lenience übersetzt. If I ask, wenn ich nochmal nach ihr frage, könnte es mich mein Leben kosten. Immerhin ist es ein Mysterium, warum er so angestrengt versucht, sein Privatleben mit Alexia geheim zu halten. Robert Dawson. Ja, dann dürfte es sich wohl um einen Mann handeln. Okay. Der Sekretär. Wenn ihr Sekretär hört, denkt ihr dann als erstes an einen Menschen mit einem Beruf oder an ein Möbelstück? Das hat sich bei mir nämlich verändert. Früher war es ganz klar natürlich ein Mensch mit einem Beruf. Aber mittlerweile, ne, ich bin jetzt in einem Alter, wo irgendwie die Besuche im Spielzeugladen oder im Elektroladen durch Besuche bei IKEA ersetzt wurden, so als Highlight-Faktor. Mittlerweile denke ich eher an das Möbelstück-Sekretär. Und denke mir so, oh, so ein Sekretär im Flur, das wäre doch auch ganz schön eigentlich. Für die Post. So bin ich jetzt. Ich überlege mir, einen Sekretär für den Flur anzuschaffen, Jahre alt. Nur damit man das mal so in den Kontext setzt, ne? Da wisst ihr mal. So weit ist es schon gekommen mit mir. Naja, was willst du machen? So ist es halt. Falls ihr das gar nicht wisst, weil ihr vielleicht unter 50 seid oder so. Ein Sekretär ist quasi so ein ganz kleiner Schreibtisch mit mehreren Fächern und Ablagen, der gezielt dafür da ist, dass man eben wirklich
Ja, Fledermäuse, gib mal weg jetzt. Dass man einfach nur hier Post öffnet und so Sachen. Also wirklich, ja, ne? Ich muss, mein Inventar ist viel zu voll, Leute. Ich habe jetzt die Pistole mit sehr viel Munition dabei. Die Doppelwumme, die packe ich jetzt mal weg. Die finde ich zwar cool, weil man eben auf zwei Zombies gleichzeitig schießen kann oder andere Gegner. Oder eben auf einzelne doppelt, was alles sehr cool ist. Eine coole Mechanik, ein cooles Feature in Code Veronica mag ich echt gerne. Aber im Endeffekt brauche ich sie jetzt gar nicht. Warte mal, den Koffer kann ich auch ablegen, bis wir die Haarklammer finden. Den Brauch muss ich jetzt auch nicht rumschleppen mit mir die ganze Zeit. Ich muss sagen, Code Veronica, zumindest glaube ich so die erste Hälfte. Bei Chris wird es, glaube ich, schwammiger. Aber Code Veronica, da habe ich so eine angenehme Vertrautheit noch. Na so, ich grundsätzlich weiß ich noch alles, wie alles funktioniert, wie das Spiel funktioniert, die Rätsel und die Items und so weiter. Aber nicht mehr so hundertprozentig. Ich wüsste jetzt nicht mehr genau, wann das Feuerzeug gegen die Haarnadel getauscht wird. Ich weiß, es passiert irgendwann, aber ich weiß nicht mehr wann. Und ich weiß nicht mehr genau, in welchen Räumen welche Items sich befinden. Aber ich weiß, was ich damit machen muss und so weiter. Und das finde ich gerade irgendwie sehr, sehr cool. Das mag ich. Das ist gleichzeitig so eine Vertrautheit, dass ich sage, yo, ich kenne mich grundsätzlich aus. Aber im selben Moment, ich muss mal gucken, ob da nicht was in dem Klo drin ist. Fledermäuse. Ob die einen töten können? Bestimmt, ne? Wenn die einen zu oft treffen. Oh mein Gott, nerven die mich. Ich hätte einfach nicht gegen die kämpfen sollen. Aber ich habe mir gedacht, YOLO. Komm, Claire. Warte mal, warte mal. Ja, ne? Ja, ich war mir nicht mehr sicher, ob ich das nicht mit dem anderen Spiel verwechsel. Aber tatsächlich, Feuer schützt vor Fledermäusen. Die mögen kein Licht. Guck, da ist sogar eine gerade an meinen Kopf geflogen, aber anscheinend dürfen die nicht beißen, wenn ich das Feuerzeug in der Hand habe. Da hat man quasi, da haben sie anscheinend die Angriffsmechanik, die Animation einfach ausgeschaltet. Das ist ja nice irgendwie, ne? Das Anti-Fledermaus-Feuerzeug. Jetzt nehme ich wieder mein Zombie-Jagdmesser. Hier, das sieht einfach aus wie eine Tür, oder? Dabei ist es einfach nur so ein Schränkchen. Das Sicherheitsschloss ist aktiv. Bitte die Employer-ID eingeben, um das Schloss zu aktivieren. Bitte die ID-Nummer eingeben. Ich habe keine ID-Nummer, es sei denn... Tada! NTC 0394. Ich hab's schon wieder vergessen. Ich hab, ohne Witz, ey, mein fucking ADHS-Brain und mein, nein, nicht vorhandenes Kurzzeitgedächtnis. Um Gottes Willen. Also, NTC 0394. 0394. 0394. 0, 3, 9, 4. Bitte warten. ID Verification has been confirmed. Das Security-Schloss ist jetzt deaktiviert. Die Karte brauchst du nicht mehr. Schmeißen wir weg. Ich frage mich, wo die immer hingeschmissen werden. Die liegen ja auch nicht auf dem Boden oder so. Ich glaube, die werden einfach vaporisiert. Aus der Existenz gelöscht einfach. Ah. Manchmal funktioniert es einfach nicht, ne? Das ist ein bisschen Glückssache. Aber dass er mich zweimal beißt. Jetzt geht's aber zu weit. Ich habe mal irgendwo gelesen,
dass es anscheinend auch sehr effektiv sein soll, wenn man versucht, erst auf den Torso und dann auf die Beine zu hacken. Aber damit habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Aber vielleicht bin ich einfach zu schlecht dafür. Kann schon sein. Aber für solche Experimente haben wir ja unser magisches Superkraut. Alles gut. Deswegen darf ich mir die Fehler leisten. Ich versuch's mal. Beim nächsten Zombie versuche ich es mal mit erst Brustkorb und dann Beine. Aber ich weiß gar nicht, da hat man doch gar nicht die Zeit dafür. Da wird man ja schon gebissen, ne? Die perfekte Strategie muss ich da noch finden, aber trotzdem merkt man, finde ich schon, das Messer ist mächtiger als das Schwert oder so. Und als die Feder auf jeden Fall. Ich glaube, da können wir jetzt gerade noch gar nichts machen. Aber können wir uns schon das wilde Filmchen anschauen? Nee. Das Filmchen. Oder doch? Ah, okay. Weirdes Filmchen, let's go. Wenn ich die Eltern dieser Kinder wäre, ey, die wären so schnell in Therapie. Holy shit. Ich weiß nicht, wahrscheinlich muss ich es nicht machen. Wahrscheinlich ist es egal, ne? Aber ich mach's mal. Oh. Wenn doch jetzt nur jemand draußen stehen würde, um die Kontrollzentrale benutzen zu können, während es hier so heiß wird. Kann man nichts machen. Ach, equippen, ja, genau, komm. Ah. Aber dafür muss man tatsächlich rein. Wobei, das braucht man auch erst. Obwohl, könnten wir jetzt auch schon, ne? Die Reihenfolge weiß ich gar nicht mehr auswendig, wo wir überall der Reihe nach hin müssen und so. Deswegen nehmen wir es mal mit. Machen wir doch mal eine kleine U-Boot-Reise. Warum denn nicht? Ich glaube, die Tür, da kommen wir erst viel später rein. Genauso wie die Tür hier. Okay, dann packe ich das Heilspray noch schnell oben in die Kiste. Und dann fahren wir mal. Ich muss auch noch natürlich zurück zur Training Facility, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Da habe ich ja viel liegen lassen an Loot. Auch wenn die eigentlich schon fertig erkundet ist erstmal. Ja, wisst ihr was? Dann gehen wir jetzt da schnell hin. Gehen wir schnell zurück zur Training Facility und holen dann noch, was wir holen können. Die Armbrust und, Ja! Help me! Steve? Ach, das ist jetzt schon mit Steve. Ich dachte, das kommt erst später tatsächlich. Naja, gut. Ja! Ist auch der beste Schrei, oder? Wenn dann was Schlimmes passiert. Ja! So, ich muss kurz gucken.
2 Pistolen, 3 Messer. Nochmal 2 Pistolen. Ich glaube, das ist wichtig. Steve leidet. When the two pairs complete, my anger will sublime operate. Okay, die beiden Paare, die ich gesehen habe, sind, glaube ich, C und E, oder? Ja. That was too close. But I found something, thanks to you. Und anscheinend bist du sehr dumm. Cool, huh? Weil du könntest oh, dir auch einfach... Naja. Give them to me. You gotta be kidding. I found it, and I'm keeping it. Fine. Let's make a deal. I'll trade you for something fully automatic. See you around, Claire. Adios. Hey, wait, Steve! Oh Gott. In Österreich würde man sagen, Steve ist ein Wappler. So, okay. Ob hinter dem Panzer wohl auch eine geheime Tür ist. Eine zweite, die wir nie erfahren, von der wir nie erfahren werden, die wir nicht brauchen. Möglich. Ich finde, für so einen kleinen Geheimgang ist das eine aufwendig große Zentrale, die hinter dieser Leinwand versteckt ist. Ne? 100 Bildschirme und Hebel und Knöpfe. Oh-oh. Sniper Rifle. Sie springen einfach schneller, als die Kugeln fliegen. How dare you interfere with my operation? What are you talking about? You let yourself be captured so you could lead your people to this base. I have no idea what you're babbling about. Ashford ist auch so ein geiler Over-the-Top-Bösewicht. I am Alfred Ashford, commander of this base. Oh? You must be one of Umbrella's lower-level officers if you're in command of a backwater base like this one. How dare you! The Ashford family is among the world's first and finest. My grandfather is one of the original founders of Umbrella Inc. Now tell me, why have you attacked this installation? Attacked? Shortly after you arrived, my base was attacked. You must have informed your people of its location. I still don't follow you. I really don't know anything about that. Unacceptable! How can you deny it? My base has been destroyed. And thanks to you, the experimental T-virus was released, creating countless zombies and monsters. Tell me, who do you work for? Who sent you? Kommt der Laserpointer eigentlich aus dem Zielfernrohr? You're just a rat in a cage anyway. I'll be sure to keep you entertained before I dispose of you. Ja, er redet so geil. Ich mag das so. I'll keep you entertained before I dispose of you. Großartig. Before I'll dispose of you. Er klingt so ein bisschen wie ein Monty Python-Charakter eigentlich, ne? Der Ashford. So. Dann bringe ich das Rad hier gleich mal an. Ach so, ich wollte ja eigentlich nochmal zurück zur Military Base. Könnten wir auch noch machen, ne? Machen wir. Kann ich das mitnehmen? Ne. Der Werkzeugkasten, der grüne, das sieht fast aus wie ein Item, finde ich, das man mitnehmen sollte. Ist eh okay, wisst ihr was? Ich packe jetzt noch schnell alles hier ein. Ah ja,
Ja, komm, Digga. Fahren wir jetzt, wenn wir schon hier sind. Wir haben noch 2 Inventarplätze frei. Let's go. Die werden nicht reichen. Wie einfach gleich in 2 Szenen gezeigt wird, wie actionreich dieses U-Boot auftaucht. Yeah! Geilo. Ist auch ein bisschen weird. Also da muss man schon sagen, da hat man, glaube ich, zu viel Geld. Wenn man ein tatsächlich funktionierendes U-Boot, so wie das hier, benutzt. Ach, guck mal. Genial. Nur damit man quasi von der Oberwelt in die Untergrundbasis kommt. Wenn das die Kosten... Also, ne, dann spielt halt Geld keine Rolle. Wenn du ein U-Boot einfach, ein fucking U-Boot in so einem kleinen Becken, wo es gerade so reinpasst, hast als Aufzug. Ja, das ist vielleicht ein bisschen over the top. Aber ich überlege gerade, wäre es billiger? Wahrscheinlich viel billiger. Ja, es wäre wahrscheinlich viel billiger, da einfach irgendwie einen Unterwasserlift einzubauen oder sowas. Als einfach ein U-Boot. Ein komplettes funktionierendes U-Boot. Das ist nicht so ein Bremerhaven-Touristen-U-Boot. Tauchglockending. Eine Tauchglocke hätte gereicht, ja. Aber nee, einfach ein U-Boot. Nur für den einen Nutzen, dass man hier runterkommt. Ich hasse die Ashford Family, weil die fucking Kapitalistenschweine sind, die das Geld, das den Armen fehlt, für so eine Scheiße ausgeben. Ne? Schreckliche, grausame Experimente an Unschuldigen, kann man drüber reden. Lass ich mir vielleicht noch eingehen, weil das geht zu weit. Hey, irgendwie bin ich gerade ein bisschen enttäuscht vom Messer. Ich habe das so viel mächtiger in Erinnerung. Ich mache ziemlich sicher irgendwas falsch. Auch einfach. Das Brummen hier ist auch leicht unangenehm, ne? Mist. Ich würde das echt gerne noch ein bisschen üben, weil ich weiß noch, also ich war früher sehr viel besser mit dem Messer und ich weiß noch, dass das super mächtig ist. Aber ehrlich gesagt bin ich gerade ein bisschen enttäuscht und dass die Zombies neuerdings sprinten können in dem Teil ist auch gemein, ne? Ja, wisst ihr was? Ich glaube, ich will jetzt nicht mehr. Scheiß aufs Messer. Das Messer ist awesome und so, alles klar. Ist wirklich so. Aber ich glaube, ich will jetzt welche kaputt schießen. Schauen wir mal. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich habe das Gefühl, die Friedhof-Zombies sind sehr viel anfälliger fürs Messer, die Nackten, wie die Angezogenen, die Bekleideten. Wirklich ein unangenehmes Brummen in dem Raum. Die Frequenz fand ich gerade unangenehm. Mag ich gar nicht. Bom, 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 bom. Daran muss ich denken, wenn ich das Flugzeug sehe. Balu, oh, io, Balu. Freunde gehen durch dick und dünn. Balu und seine Crew. Claire und ihr Bär. In dem Fall dann. Yep. Kran-Minispiel. Finde ich ganz interessant, ne? Finde ich wirklich ganz interessant, dass Capcom zum ersten Mal in einem Survival-Horror-Spiel in Dino Crisis ein Kran-Minispiel eingebaut hat. Das wusste ich gar nicht. Das war ein bisschen weird und komisch, aber okay. Basically, vom Grundprinzip her ganz ähnlich. Und dann danach, nach Dino Crisis, kommt das Clown-Minispiel in... Clown-Minispiel? Wie komme ich denn jetzt auf Clown? Das Kran-Minispiel in... Oh, das war aber knapp. Ich hätte es beinahe vermasselt. In hier Code Veronica vor und dann gleich in Resident Evil 4 drauf. Ein bisschen später. Das ist schon interessant, finde ich. Verdammt, man kann durch die Tür gehen. Ich hätte gehofft, man kann nicht durch. Ich muss jetzt dann zum Aufzug. Gucken wir mal, was hier drin ist. Ah, nix. Noch nix. Gut. Freunde gehen durch dick und dünn. Baloo und seine Crew. Bom, bom, bom. Bom, 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 bom. Ich nehme jetzt die Pistole. Oder haben wir genug Munition gespart schon? Darf ich jetzt rausballern? Ich würde sagen, jetzt
packen wir das Messer weg. Oder? Ich habe das Messer echt nicht gut eingesetzt. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Am Anfang sehr effektiv, sehr gut. Aber jetzt bin ich ein bisschen zu oft gebissen worden. Ohne mein Superkraut wäre das jetzt echt blöd gelaufen und so. Ich glaube, ich will nicht mehr messern. Ich glaube, ich will nicht mehr. Oh. Irgendwie werden die komisch eingeführt. Das ist so. Oh, Zombies! Nanu, als ob wir noch keine gesehen hätten im Spiel. So wird es irgendwie dargestellt. Zum Glück haben Resident Evil Hauptfiguren diese innere Musik, ne, diese, ich glaube, das ist eine innere Anspannung, die spüren basically Zombies einfach oder Monster in der Nähe, die spüren, ob die noch leben oder nicht, und uns wird das in Form von Musik übermittelt, denke ich mal, von der Logik her, und deswegen wissen die, wenn einfach alle tot sind manchmal, aber nicht immer, nur manchmal. Okay. Wir haben eine Umbrella-Silberkarte für die Military Training Facility. Und ich glaube, deswegen waren wir auch hier, ne? Jetzt können wir wieder gehen. Das Spiel hat ziemlich viel Backtracking. Das ist, glaube ich, so das Einzige, das ich persönlich an dem Spiel kritisieren würde. Ich liebe Code Veronica, ich finde es großartig. Ich finde es auch jetzt gerade noch und wieder großartig. Ich finde wirklich, das ist so für mich die Krönung der klassischen Resident Evil Survival Horror. Ich mag das Spiel von vorn bis hinten. Aber wenn ich eine Kleinigkeit dran ändern könnte, dann dass man das Backtracking ein bisschen zurückschraubt. Ein bisschen. Gerade wenn man nicht genau weiß, was man tun soll, ne? Gerade wenn man das Spiel nicht auswendig kann, dann ist es ein bisschen viel, dass man irgendwie ständig in die Training Facility und ins Ashford-Anwesen und dann wieder hier ins U-Boot-Lager und dann findet man hier wieder ein Item, das man später da braucht und da wieder ein Item, das man später hier braucht, ne? Das ist einfach ein bisschen nervig. Ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. Ein bisschen, ein Tick. Streckt halt natürlich auch die Spielzeit. Deswegen gehört es auch zu den längsten Survival-Horror-Spielen. Wobei es da ja auch unter Fans Diskussionen gibt, die sagen, naja, aber wenn man jetzt irgendwie bei Resident Evil 2 theoretisch Leon A, Claire B, Claire A, Claire B spielt, dann ist es wieder länger als Code Veronica. Ja, ich lasse mir sogar A und B eingehen. Also Leon A, Claire B lasse ich mir sogar eingehen. Aber viermal durchspielen zählt für mich, ne? Also Leon A und Claire B und Claire A, Leon B sind für mich in Resident Evil 2 so ähnlich, dass ich das nicht, also dass ich das als zwei separate Playthroughs betrachten würde. Und hier in Code Veronica haben sie halt basically, wenn man so will, einfach Claire A, Chris B als feste Reihenfolge ins Spiel eingebaut, kann man so sagen quasi, ne? Eine andere gibt's nicht, aber die Reihenfolge ist dafür schon ordentlich beefy. Also da ist viel dran an Spielzeit und Content. Das mag ich. Ich mag's. Ich finde das die schönere Lösung, muss ich sagen. Gerade jetzt wie das Remake, ne? Das Remake vom zweiten hat irgendwie das A-B-Szenario eh ein bisschen versaut. Da bin ich schon ein bisschen traurig drüber. Und dann muss ich sagen, dann kann man es aber auch bleiben lassen. Dann hätten die vielleicht einfach nur eine schöne, weißt du, man hätte es ja auch wirklich so machen können. Anstatt, dass man irgendwie beim Remake, wo es anscheinend irgendwie zeitlich oder so nicht gereicht hat, anstatt, dass man dann versucht, so eine Leon A, Claire B, Claire A, Leon B Geschichte zu machen, aber irgendwie passt nichts so richtig und es ist doof, hätte man doch einfach Leon A oder Claire B oder andersrum so, ne, wie in Code Veronica als feste Struktur festlegen sollen. Man wählt den Charakter nicht, sondern man spielt beide Geschichten. Die beiden Geschichten passen ineinander, aber dafür gibt es halt nur die eine
die eine Kanon-Reihenfolge quasi, ne, wie alles ineinander greift. Anstatt dass man versucht, da irgendwie zwei Paralleluniversen zu machen, die eh nicht so richtig passen. Ja, keine Ahnung. Ist nur so, sind nur so meine spontanen Gedanken dazu. Kann sein, dass ich das bei näherem Betrachten vielleicht sogar anders sehen würde. Aber auf jeden Fall machen wir es für heute an der Stelle Schluss, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Dabeisein, hat mich sehr gefreut. Ich guck mal ein paar Let's Plays. Ein, zwei werden jetzt auf jeden Fall noch online gehen, bevor wir dann am Dienstag um 18 Uhr wieder live in die Streams reingehen. Dann schon in nachweihnachtlicher Stimmung. Ich freue mich drauf. Bis dann, macht's gut. Tschüss.